Vor jedem Gebrauch wird das Anästhesiegerät kurz auf seine Funktion und Vollständigkeit überprüft. In einem zweiten Schritt wird der Dichtigkeitstest durchgeführt. Bei diesem wird einerseits geprüft, ob das Atemsystem einem gewissen Druck standhält, damit der Patient effektiv manuell beatmet werden kann, ohne dass Narkosegas entweicht. Andererseits wird überprüft, ob das Überdruckventil vor einem zu hohen Druck schützt. Es gibt unterschiedliche Atemsysteme. In diesem Video werden die folgenden vier Atemsysteme kurz vorgestellt und es wird gezeigt, wie Sie sie überprüfen. TPs, Bain, McGill und Kreissystem. Am Tierspital kommen vor allem Kreissysteme zum Einsatz. Die anderen Systeme werden aber in manchen Ländern, wie zum Beispiel England, häufiger eingesetzt und kommen bei uns in den Tierpraxen vor. Je nach Atemsystem ist die Durchführung des Leak-Tests etwas anders. Das Ziel ist jedoch immer dasselbe, zu überprüfen, ob das System durch ein Leck unkontrolliert Luft verliert. Überprüfen Sie beim TPs-System zuerst, ob die Schläuche intakt sind und das Atemsystem korrekt montiert wurde. Dann schließen Sie das TPs, wie gezeigt, an die Frischgaszufuhr an. Verschließen Sie nun das Patientenende mit einem Atembeutel und den Atmungsschlauch mit Ihrem Daumen. Dann drehen Sie die Sauerstoffflussrate auf 2,5 Liter pro Minute auf, wodurch sich der Atembeutel füllt. Sobald er gefüllt ist, drehen Sie die Sauerstoffflussrate auf 0 zurück und drücken auf den Atembeutel. Es sollte keine Luft entweichen können. Nehmen Sie den Daumen wieder weg. Dadurch soll die Luft sofort vollständig entweichen und der Atembeutel sich entleeren. Entfernen Sie den Atembeutel wieder und schließen Sie den Abluftschlauch an den Atmungsschlauch an. Das System ist nun bereit. Der Bain setzt sich zusammen aus den Schläuchen, einem Überdruckventil und einem Atembeutel. Dessen Größe in Liter entspricht unabhängig vom Atemsystem etwa 0,05 mal dem Körpergewicht in Kilogramm. Das hier gezeigte Atemsystem ist ein Koaxialsystem, das heißt, die Frischgaszufuhr verläuft in einem Schlauch innerhalb des Außenschlauchs. Es gibt aber auch Parallelsysteme, bei denen Frischgaszufuhr und ausgeatmete Luft in zwei getrennten Schläuchen verlaufen. Überprüfen Sie zuerst, ob das Bain-System intakt ist und korrekt montiert wurde. Dann schließen Sie das Überdruckventil und den Atembeutel an. Schließen Sie als nächstes das Bain-System wie gezeigt an die Frischgaszufuhr an. Nun können Sie den Dichtigkeitstest durchführen. Beim Bain-System müssen der Innen- und der Außenschlauch separat überprüft werden. Öffnen Sie das Überdruckventil vollständig und drehen Sie die Sauerstoffflussrate auf 2,5 Liter pro Minute auf. Obstruieren Sie nun den Innenschlauch, wie gezeigt, kurz und fest mit dem Kolben einer 2 ml Spritze. Ist das System dicht, senkt sich dadurch die Kugel im Flowmeter für kurze Zeit um ca. 0,2 Liter pro Minute. Der Beutel vergrößert sich jedoch nicht. Beim Entfernen des Kolbens hören Sie den Überdruck entweichen. Warten Sie nicht zu lange, bis Sie den Kolben entfernen. Der Überdruck könnte dem System Schaden zufügen. Auch die Dichtigkeit des Außenschlauchs wird mit einer Sauerstoffflussrate von 2,5 Liter pro Minute überprüft. Bei vollständig geschlossenem Überdruckventil obstruieren Sie dazu den Außenschlauch mit Ihrem Daumen. Dadurch füllt sich der Beutel langsam. Drücken Sie auf den Beutel. Bei mäßigem Druck sollte dabei keine Luft entweichen.
Das angeschlossene Überdruckventil hat einen Sicherheitsmechanismus, sodass ab einem bestimmten Druck trotzdem Luft entweicht. Wenn Sie nun das Überdruckventil wieder öffnen, soll die Luft unmittelbar entweichen und der Beutel sich entleeren. Drehen Sie zum Schluss den Sauerstoff wieder zu und schließen Sie den Abluftschlauch am Überdruckventil an. Das System ist nun bereit. Ähnlich wie das Bain-System besteht der Magill aus Schläuchen, Überdruckventil und Atembeutel. Das hier gezeigte Magill-System ist ein Parallelsystem. Das Magill-System wird nur selten in der koaxialen Version benutzt, daher gibt es meistens keinen Innenschlauch zu kontrollieren. Überprüfen Sie zuerst wieder, ob das Magill-System intakt ist und korrekt montiert wurde. Verbinden Sie das Überdruckventil und den Atembeutel. Dann schließen Sie das Atemsystem wie gezeigt an den Frischgaseingang an. Die Dichtigkeit des Systems wird wie beim Bain-System mit einer Sauerstoffflussrate von 2,5 Liter pro Minute überprüft. Schließen Sie dazu das Überdruckventil und obstruieren Sie den Schlauch am Patientenende mit Ihrem Daumen. Dadurch füllt sich der Atembeutel langsam. Drücken Sie nun auf den Beutel. Dabei soll keine Luft entweichen, sofern Sie wie beim Bain nicht zu stark drücken. Öffnen Sie das Überdruckventil wieder, wodurch die Luft unmittelbar entweichen und der Beutel sich entleeren soll. Drehen Sie zum Schluss den Sauerstoff zu und schließen Sie den Abluftschlauch am Überdruckventil an. Das System ist nun bereit. Beim Kreissystem wird zusätzlich zum Leak-Test und dem Funktionstest des Überdruckventils gezeigt, wie Sie die Größe des Lecks bestimmen können. Zum Kreissystem gehören der Atemschlauch als parallele oder wie hier koaxiale Version, der Kalkabsorber, das Überdruckventil, ein Manometer, ein Atembeutel und zwei Richtungsventile. Kontrollieren Sie, ob die Schläuche intakt sind und das System korrekt montiert wurde. Schließen Sie zuerst den Einatmungs- und den Ausatmungsarm richtig an. Verbinden Sie dann einen passenden Atembeutel mit dem Kreissystem und schließen Sie den Abluftschlauch an. Für den eigentlichen Dichtigkeitstest schließen Sie das Überdruckventil und obstruieren das Patientenende mit dem Daumen. Füllen Sie das System durch Betätigung des O2-Bypass auf, bis der Druck 20 bis 25 cm Wassersäule erreicht. Beobachten Sie nun für 20 Sekunden, ob der Atembeutel prall gefüllt und der Druck konstant bleibt. Nimmt der Druck zunehmend ab, weist dies auf ein Leck im System hin. Als zusätzliche Möglichkeit können Sie sich den genauen Druck merken und dann den Druck noch mehr erhöhen, indem Sie kurz auf den Atembeutel drücken. Kontrollieren Sie nun, ob der Druck wieder gleich ist wie vorher. Füllen Sie das System wie für den Leak-Test mit Sauerstoff und merken Sie sich genau, wo die Nadel steht. Beobachten Sie nun das Manometer, während Sie den Sauerstoff langsam aufdrehen, bis der Druck nicht mehr weiter sinkt. Lesen Sie die Flussrate ab. Ist sie größer als 0,5 Liter pro Minute, muss das Leck gefunden und behoben werden. Schließen Sie das Flowmeter wieder.
Halten Sie das Patientenende weiterhin verschlossen. Öffnen Sie nun langsam das Überdruckventil, um zu prüfen, ob die Luft bei Überdruck daraus entweicht. Ist das Kreissystem dicht und das Überdruckventil funktionstüchtig, ist es betriebsbereit.